Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, all dies, das gibt es hier. Ja, bisschen viel Gelaber hier auf jeden Fall. So, ich wollte jetzt einmal kurz in mein anderes Haus gehen und da dann den Rest mal einlagern, was wir haben. Was ich jetzt nicht unbedingt hier brauche. Der ist leer. So, da haben wir eigentlich nichts drin. Was hatten wir hier drin? Menschenfleisch, menschliches Herz und Windwurz. So, dann hier Menschenfleisch, menschliche Herzen. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht gegessen. Das sieht nicht richtig wie Mehl aus, sondern eher nach... Hier, Feuerstaub oder wie heißen die? So, dann hier packen wir mal die ganzen Bücher rein. So, alles, was wir doppelt haben, nehmen wir wieder raus. So. Ich glaube, wir haben hier nichts mehr doppelt, ne? Wir haben hier Zauberbücher, die wir schon gelesen hatten. Außer das hier, das haben wir noch nicht gelesen. Aber die restlichen Zauberbücher kann ich dann... Kann man die nochmal lesen? Toll, Mist gebaut. Dann würde ich die vielleicht nehmen und wieder verkaufen, die ich nicht gelesen habe. So, Wohltat. Was haben wir hier drinne? Die Sets. Und hier? So, Kristallmünzen. Und die Schädel. Ich würde vielleicht hier noch die Besitzurkunde reinpacken. Und hier den Arkanverzauberer einmal. Okay, haben wir alle schon drauf. Dann müssen wir einmal kurz in die Unterstadt und da verkaufen gehen. Malfas zum Gruß. Malfas zum Gruß. Südviertel. Und da zum Hehler. Der müsste doch auch irgendwie... Madame. Messer. Der müsste uns den Rest verkaufen, den wir... im Grunde nicht brauchen. So. Waren wir eigentlich hier in dem Bereich? Da können wir nicht mal durch, okay. So, Schuppen. Also da können wir gar nicht hin. Wohnbaracke. Ah, okay. Hier in den Wohnbaracken, die tun mir aber auch echt leid.
Märtyrer höchstpersönlich. Na, warte mal, der war doch ein fauler Hund, der Typ, oder nicht? Der Hehler. Oder im falschen Hund. Maddox Zoo? Genau, im falschen Hund. Hallo. Ich feiere aber diesen Namen hier. Hela. Was? Ich habe etwas gefunden. Habt ihr das? Na, dann zeigt mal her. So, der hat wenigstens Geld. So, da kann ich das andrehen. Karex Charm. Einhandangriff für 5% mehr Schaden und Wehrrüstung ist um 5%, 5 Punkte verbessert. So, ja, hier. So, die darf es auch noch haben. Oberstädter. Sichere Straßen. So, aber dem konnten wir wenigstens das alles verkaufen. Dann würde ich mich mal umsehen wollen. Was haben wir denn für eine Quest? So, da haben wir eine Höhle der Königsburg. Andere Königsburg. Hatten wir nicht eben noch eine Quest angenommen? Zwischenspiel. Ah, warte, wir müssen wieder nach oben. Zur Besprechung. Grüße. 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 Genau, wir müssen an der Sitzung teilnehmen. Da war ja was. So. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Schreitet wohl. So, der Anspruch an die Novizen des Ordens ist groß. Vor dem Aufstieg zum Ordenshüter müssen sie eine Prüfung. So, okay, wir machen uns auf den Weg. Wieder in die Zitadelle, oder war es die Zitadelle? Auf jeden Fall nochmal dahin. Kann es sein, dass ich gerade ein bisschen Schaden habe? Weil die rote Lebensbalken unten in der Mitte die ganze Zeit noch aufploppt. Ja, wir haben da ein bisschen Schaden. Müssen wir eben vielleicht irgendwas Kleines essen? Komm. Das wird doch helfen, oder? Ja, jetzt ist die Lebensanzeige da weg.
Guten Moin. Mein Licht, mein Schirm. Also, Schild müssen wir auch wieder ausrüsten. Die meisten Geschäfte öffnen um 8 Uhr morgens und schließen um 8 Uhr abends. Ja, 12 Stunden durcharbeiten. Mal fast zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Genau, zum Emporium müssen wir. Hallo. Hallo. So. Und jetzt? Das soll doch mal einer verstehen. Auf was warten wir genau? Warte mal, jetzt haben die Metallbahn eines alten Volkes? Metallstück eines alten Volkes? Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Sind die nerimesischen Magier im Sonnentempel euer gesamter Orden? Also seid ihr allesamt Arantiel nach Enderal gefolgt? Wer im Tempel gehört alles zu euch? Außer ein paar Akolyten noch Yuslan Sharim, der begnadetste Entropist der zivilisierten Welt, und die Sharipekast, unsere Spezialistin für alles, was mit P anfängt und Jerisch aufhört. Aber seht euch doch einfach selbst um. Ihr habt ja ebenso Augen wie ich. Natara Dalvera. Was wollt ihr, Gossenkind? Was zum Henker ist eigentlich euer Problem mit mir? Mein Problem? Ich habe kein Problem mit euch. Aber ich habe ein Problem mit dem, was ihr symbolisiert. Sagt mir doch, Prophetin, wer war der Erbauer dieses Tempels, den ihr so selbstverständlich betretet und verlasst wie ein Matrose ein Bordell? Ja, ich würde gerne eine Antwort geben. Wie lange dauert das jetzt? Ich weiß nicht, aber... Was sagte Malphas zu Dal Sidotios, nachdem es ihm gelang, die Blutmondrevolte niederzuschlagen? Was soll das werden, ein Verhör? Wie lautet der 100. Vers des Pfades, den die Novizen jeden Morgen rezitieren müssen? Was ist das oberste Credo eines siegelgeweihten Ordenskriegers? Wieso ist es nur dem obersten Kommandanten der Garde gestattet, den Sonnentempel zu betreten? Also ganz ehrlich, was soll das werden? Ist das ein Verhör? Wie lautet der 100. Vers des Pfades? Was ist das oberste... Wieso ist es nur dem obersten Kommandanten der Garde gestattet, den Sonnentempel zu betreten? Ey, das muss ich mir nicht bieten Richtig, lassen. Richtig, das müsst ihr nicht. Weil der Großmeister einen Narren an euch und euren delirösen Behauptungen gefressen hat. Ihr wisst nichts, weder über unseren Glauben noch über unser Land. Und nur weil ihr durch eine Fügung des Schicksals starke magische Gaben in euch tragt, meint Thealor Arantial, für euch mit allem brechen zu dürfen. Wisst ihr, wie wenig Entralean überhaupt das Noviziat gewährt wird? Wie hart die, die es erhalten, trainieren, beten und lernen müssen, um zur heiligen Prüfung zugelassen zu werden? Wir sind kein verfluchter Schenkenstammtisch, bei dem man einfach kommt und geht, wie es beliebt. Und nur weil Thealor wie ein Narr diesem Unfug von Propheten und Zyklen verfallen ist, meint er dafür, die Grundfesten dieses Landes einreißen zu dürfen. Ihr, Gossenkind, ihr seid der lebende Beweis für den Abwärtskurs, auf dem sich dieses Land befindet. Ihr sprecht nach wie vor, als haltet ihr den Zyklus für irgendeine Wahnvorstellung. Seht ihr denn nicht die Zeichen, den roten Wahnsinn? Ich sehe ein Land, das jetzt mehr denn je Frieden, Stabilität und eine führende Hand braucht. Wisst ihr, wie viele Hüter diese Fanatiker getötet haben, die Thealors Narr von einem Sohn damals in den Krieg gefolgt sind? Und jetzt laufen ihre Nachkommen Pegast, Charim und wie sie alle heißen auf diesem Boden, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Und jetzt verschwindet. Tut, was ihr wollt, aber verschont mich mit eurer Anwesenheit.
Ich mag die nicht. Ich glaube, mit der werde ich nie wieder reden. So, Juslan. Ne, da ist nichts Neues. Jorek? Ja. So richtig begeistert seid ihr von meiner Weihe aber auch nicht, oder? Glückwünsche hin oder her. Sollte ich? Ich kenne euch nicht. Anders als Sakharesh. Ihr seid begabt, ja. Und vielleicht ist ja an diesem ganzen Gequatsche von Boten und Propheten was dran. Aber unsere Kultur, der Orden, euch wird das auf immer fremd bleiben, egal welches Wappen ihr auf eurer Rüstung tragt. Wie steht ihr zu Großmeister Arant hier halt? Das kann man wohl sagen. Natara Thealor und ich haben unser Noviziat gemeinsam abgelegt. Ihr habt sozusagen gemeinsam beim Orden begonnen? Ihr lasst das klingen, als wären wir irgendein Söldnerverbund. Im Orden beginnt man nicht, man wird für ihn auserkoren. Arantheal kommt aus einem Adelsgeschlecht, das älter ist als die Steine dieses Tempels hier. Genau wie die Batars. Wir sind als Erhabene geboren und Hüter zu werden war für uns nie eine Wahl. Gilt es auch für die Truchessa? Ich habe gehört, dass sie ursprünglich nicht erhabenen Pfades war. Das ist eine andere Geschichte. Dann folgt nochmal. Wir sind als Erhabene geboren und so. Hüter zu werden war für uns nie eine Wahl. Wenn ihr aus derselben Generation wie Arantheal stammt, habt ihr dann auch im großen Krieg gekämpft gegen einen seinen Sohn Narzu? Nein, aber lassen wir die Fragestunde. Ich bin wirklich nicht in der Stimmung dafür. Okay, dann... Ihn mochte ich eigentlich. Lishari. Ja. Habt ihr schon eine Vorstellung davon, wie uns diese Maschine gegen den Zyklus helfen soll? Oh, die Frage des Jahrhunderts. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es könnte genauso gut sein, dass wir einem Phantom hinterherjagen. Aber bisher ist mein Eindruck, dass das Leuchtfeuer eine Art Energiebündelungsmaschine ist. Klingt verwirrend, ich weiß. Aber es reagiert beispielsweise auf magische Gegenstände oder die pyrrhischen Energiekristalle. Vielleicht hat dieses Behältnis, das ihr gefunden habt, damit zu tun. Aber die Zeit wird Erkenntnis bringen. Da bin ich mir sicher. Gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bezüglich der Söldner von Alt Raschengrad? Ein paar schon, ja. Die Söldner kamen definitiv nicht aus Enderal, so viel steht fest. Und der Dummheit sei Dank hat einer der Kerle ein Dokument mit einem Siegel in seiner Tasche gehabt. Aber noch können wir es nicht zuordnen. Warten wir mal ab. Okay. Arantheal? Schreitet wohl, Prophetin. Ihr hattet erzählt, dass ihr 30 Jahre in Gefangenschaft wart. Wart ihr die ganze Zeit über alleine? Ja. Warum fragt ihr? Ich kann mir nicht vorstellen, dass 30 Jahre in Situation spurlos an einem vorbeigehen. Das tun sie auch nicht. Worauf wollt ihr hinaus? Auf gar nichts vergessen. Auf gar nichts vergessen sein. Dann tut uns beiden einen Gefallen und spart euch die Floskeln. Okay. Wegen des Zyklus? Ja. Könnt ihr mir noch mehr über die Boten erzählen? Und was macht uns aus? Das kommt darauf an, wen ihr fragt. In manchen Aufzeichnungen der Pyräer werden wir als Auserwählte bezeichnet. Aber das halte ich für falsch. Die richtige Bezeichnung wäre Schachfiguren mit eigenem Willen. Was auch immer hinter dem Zyklus steckt, es hat uns Kräfte gegeben und damit eine Aufgabe. Aber es liegt an uns, sie zu erfüllen. Und ihr habt keinerlei Vermutung darüber, warum genau wir beide Boten sind? Nein, habe ich nicht. Gibt es außer uns beiden noch andere Boten? Das weiß ich nicht, aber es gibt Andeutungen. Wir werden sehen. Dieser Kreislauf, habt ihr eine Vermutung, wie lange das schon so geht? Die Pyräer sprechen davon, dass es bereits seit Äonen so geht. Seit diese Welt, seit das Meer der Eventualitäten besteht, besteht auch der Zyklus. Es scheint eine Konstante der Existenz zu sein. Und keiner Menschheit ist es bisher gelungen, den Zyklus zu brechen? Das ist entmutigend. Den Pyräern ist es nicht gelungen. Und den Dutzenden Zivilisationen vor ihnen auch nicht, so viel wissen wir. Aber was davor war? Der Blick in die Vergangenheit ist begrenzt. Fakt ist, dass der Zyklus für uns eine reale Bedrohung darstellt. Und das ist alles, was für den Moment zählt.
Okay, wie lange muss ich hier jetzt warten? So, warten, bis die Besprechung vorbereitet ist. Was steht denn hier? Mit dem Siegelstein und dem Leuchtfeuer verfügen wir laut Großmeister Arantel nun sowohl über eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Die Wesen, die, wie wir nun wissen, hinter der Erläuterung stecken und die mir in meinen Traum nach der Prüfung erschienen sind. Allerdings scheint es eine beunruhigende Entwicklung zu geben. Arantel hat eine Konferenz einberufen, an der ich teilnehmen soll. Findet in einem Tag statt. Wir haben schon gleich, also wir haben schon 11 Uhr. Hallo? Und es geht hier noch nicht weiter. Was soll ich denn machen? Ich kann ja schlecht hier irgendwie einfach so warten. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Man muss schon schlafen gehen, wenn man warten will. Vielleicht gehe ich mal kurz irgendwie nochmal zur Schmiede oder so. Zur Waffenkammer, Rüstkammer. Die war doch hier unten irgendwo. Genau, Rüstkammer. So. Ich muss mich ausruhen. Zeig mir eure Ware. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Ja, alles gut. So. Gucken wir mal. Haben wir hier irgendwas, das besser ist als meins? Elitebogen des dritten Siegels. Okay. Feuerwindbogen. Hüter Großschwert. Hüter Langschwert. Runen Großschwert. Warte mal, der Großschwert ist wahrscheinlich aber eine Zweihandwaffe. So. Haben wir hier irgendwas? Also ein normaler Eisenhelm. Hüter Kapuze, Hüterschild. Wie ist das mit meinem Runenschild? 36. Und hier 38. Ja, wenn der Hüterschild besser ist. Kleiner Rucksack, Lederharnisch. Pyräische Handschuhe. Pyräischer Helm. Runenküras. Runenküras hat die. Warte mal. Was habe ich jetzt gegessen? Verdammt. Erstmal Hüterschild. Schreitet wohl. Wenn die hier so ein Runending hat, Runenküras. Oder warte mal. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. So. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Wie viel ist das Runending wert? Runküras? 309. Schreitet wohl. Ja.
Das heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsteins. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber... Jo, kein Thema. Ah, sieht schon ein bisschen besser aus. Ist ja nicht so, dass wir auch so schon genug zu tun hätten. So, ich weiß jetzt nur nicht, wie lange wir warten dürfen. Bitte geht weiter. Ich wollte nichts von euch. So. Madame de Luna. Und ich bin darauf an. Mal gucken, vielleicht kann ich auch irgendwie erstmal jetzt eine andere Quest machen oder so. Aber ich freue mich gerade, dass wir jetzt ein bisschen besseren Rüstung haben und besseres Schild. Muss ich vielleicht auch nochmal zu den anderen Rüstmeistern hingehen? Ein bisschen Geld holen von der Bank? Wer verkauft hier alles Rüstungen? Vor allem, warte mal, wenn wir jetzt... Wir haben jetzt Runenhelm, Runenkürass. Das sieht aber für mich aus wie diese Wolfsrüstung aus Skyrim. Ist das die Wolfsrüstung aus Skyrim? Ja, das ist die Wolfsrüstung, ne? So, Armschienen des Ordenhüters, Hüterschild. Ich wundere mich jetzt nur gerade, dass das Hüterschild besser ist als das Runenschild. Aber Runenrüstung besser als die Hütersachen. So, einmal kurz zur Bank. Und dann mal gucken, ob wir irgendwo noch ein bisschen bessere Rüstung bekommen. Vielleicht kriegen wir auch alles jetzt erstmal auf Rune. So, Sternlingsdinger brauchen wir ja nicht mehr. Die sind ja nicht so... Wohl, Madame. Wie kann euch... Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich werde abheben. So, sagen wir mal, wir nehmen... 5.000 wieder raus. Seid vorsichtig mit eurem Geld. Hier ist es sicher, bei euch nicht. Ja, ja. So, wer ist hier alles? Hier haben wir die Fleischerei. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, ich hätte auch mal das gute Meer überquert. Golf vor Silberherr? Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Okay, der verkauft nichts, was ich suche. Sie wahrscheinlich auch nicht. Datteln, Äpfel, Orangen, nur das hier er? Rollers Segen. Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Der verkauft mit sowas nicht. Madame. Bist du durstig nach magischen Geheimnissen? Ah, weil. Willkommen, willkommen. Samuel, ja? Wie kann ich euch behilfen? Dies und das. Schaut einfach selbst. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Hat sie vielleicht was? Grüße. Selbstverständlich. So, einen Runenstreitkolben hat sie. Hat sie den von uns? So, jetzt erstmal gucken. Hier irgendwas ist, was uns grüne Zahlen unten gibt. Ne. Hyräische Stiefel. Lebt wohl.
So, vielleicht er? Ihr seid Abenteurer. Ja. So, mein Fass was zum Dies und das. Schaut am besten einfach selbst. Nee. Schreitet wohl. Keiner hat was im Angebot, was ich jetzt haben will. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr was runenartig. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. So, da hätten wir, glaube ich, die Bank. Was ist das da für ein Laden? Elumunds Schneiderei? Bestimmt nur Klamotten. Stoffe, Roben, Stiefel, die feinsten von Kile bis nach Enderal. Kommt und seht selbst. Elumund? Schreitet wohl. Was habt ihr im Angebot? Alles, was das Herz begehrt. Seht selbst. Erhabenen Gewänder, okay. Des Totenrufers? Er hört Leben, Mana und Schaden eurer beschworenen Kreaturen und Erscheinungen. Was? Rote Priesterroben? Eine Wehrrobe? Ah, okay, bei ihm kann ich noch sowas hier. Kommt wieder! So, ich suche jetzt aber jemanden, der Rüstung macht, verkauft hier. Erbgost Lederwaren. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Kalicia Erbgost. Ja. Zeigt mir eure Waren. Natürlich. So, ein paar Runensachen hat sie schon mal. So, Runenküras. Hat der Pyreadin. Assassinenhandschuhe, Harnisch. Diebeshandschuhe, Diebeskapuze. Runendolch, Runenhandschuhe, Runenharnisch, Runenhelm, Runenkriegshammer, Runenschlachtaxt. So, okay, dann. Obwohl, warte, war noch. Egal. Ich glaube, Runenstiefel oder so kriegen wir jetzt erstmal noch nicht. Obst, frisches Obst. Vor allem, wie lange muss ich jetzt eigentlich warten, bis da oben das fertig ist mit denen? Die warten alle selber schon drauf. So, warten, bis die Besprechung vorbereitet ist. Zwei Seelen Teil 1. Kalir auf das Geschehnis in Alt-Dutzelgrad ansprechen. Machen wir erstmal das. Malfas zum Gruß. Ja.
Dann quatschen wir erstmal mit Kalia und schauen, was sie da zu sagen hat. Vor allem, ich fand das sehr interessant eigentlich, dass sie so eine Schattengestalt ist. Man erwartet viel von euch. Ich weiß. Schreitet wohl. Vor allem, ich mag das, dass hier auch so solche Capes gibt. Freue mich aber schon, wenn wir auch so Schattenstahl-Dinger kriegen. Oder ob da auch noch irgendwie dämonisch was gibt's. So, da muss ich hin. Schreitet wohl, Madame. Schreitet wohl, Monsieur. Oben ist sie. Kalia? Schreite wohl. Kann ich dir helfen? Wenn du dich nicht an deine Eltern erinnerst, woher kommt dein Name eigentlich? Der war in die Decke gestickt, in der man mich ausgesetzt hatte. Wer auch immer das getan hat, wollte scheinbar, dass man das für meinen Namen hält. Ich weiß nicht, ob ich dankbar sein oder mich verhöhnt fühlen sollte. Okay, Ich wollte eigentlich nur ein wenig mit dir reden. Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Wegen der letzten Mission, nehme ich an. Als Dottul da? Ja, aber reden wir woanders. Komm. Okay. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Keine Ursache, worum geht es? Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe... Dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Das war eine befremdliche Vorstellung, ja? Ja, stimmt, du wirktest aufgebracht. Aufgebracht? Du wählst deine Worte sehr bedacht, Saira. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe, über das zerstörte Dorf? Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Inwiefern? Weißt du, was tatsächlich in diesem Dorf passiert ist? Nein, weder das noch wer ich wirklich bin. Das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Ein Gefühl? Was genau soll ich mir darunter vorstellen? Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber... Ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Das klingt verrückt, oder? Und das war was? Eine Erinnerung? Ich verstehe nicht. Was ist dann passiert? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich... Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut. Es war der erhebendste Anblick der Welt. Ich bin etwas verwirrt. Worauf willst du hinaus? Und was hat das mit Alt-Dotul-Grad zu tun? Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Saira. Eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken. Und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von... Wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen. Zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Alt-Dotul-Grad, das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas... wenn man das so nennen kann.
In anderen Worten, du hast eine Art Dämon in dir? Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so. Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Das ist viel auf einmal. Und diese Magie, diese Kraft, die du plötzlich hattest, ich schätze, die ist auch Teil dieses Wesens? Ja, das ist sie. Diese Kraft ist immens, Saira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Das ist viel auf einmal. Ich weiß. Hör zu, das in Alto Tulgrad hätte nicht passieren dürfen. Aber dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Saira, für diese wenigen Sekunden habe ich... Nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen. Naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, ich dachte einfach, ich wäre sicher. Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe. Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Könntest du also wirklich für das Massaker in diesem Dorf verantwortlich sein, dieses Etwas in dir? Puh, und weiß der Orden davon? Was passiert, wenn dich dieses Wesen vollständig übernimmt? So weit ist es noch nie gekommen. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, irgendetwas sagt mir, dass dieser Anblick in dem Dorf ein Ergebnis genau dessen war. Gibt es denn nichts, was du tun kannst, um dieses Etwas loszuwerden? Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekari? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Aber wenn Gewalt dieses Wesen hervorruft, wieso bist du beim Orden, beim militärischen Flügel? Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen? Saira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss, ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht, ich will etwas ändern, die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet. Aber das bin ich gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Du bist wirklich entschlossen, das mag ich. Entschlossenheit allein hilft noch niemandem. Sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder. Dann sehen wir, ob aus meinen guten Vorsätzen auch Ergebnisse geworden sind. Ich wollte dir damit eigentlich nur sagen, dass ich dich interessant finde. Ah, das ist doch schön. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du mir zugehört hast und danke für dein Verständnis. Kein Thema, Kalia? So, Zwischenspiele, ist das immer noch? Da dauert immer noch ewig. Was war das denn jetzt? Okay, hier wird trainiert. Ich war schon auf ein bisschen überrascht, was das für ein Geräusch war. Apropos, wo geht's hier raus? Sonnentempel. Ah, hier bin ich. Okay. So, was sagt denn die Uhr? 2 Uhr abends und die sind immer noch nicht fertig mit der Vorbereitung.
Muss ich einen Tag länger warten? Wie lange muss ich dafür warten? Jetzt ernsthaft. Schreitet wohl. Auch ihr schreitet wohl. So. Dann gehen wir mal lieber wieder runter. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Was? Ja, ihr standet im Weg. Vor allem, ich brauche eigentlich wieder... Ich brauche bessere Rüstung, ich brauche bessere Waffen. Ich brauche Erfahrungspunkte. Eigentlich müsste ich in die Welt hinausgehen und irgendwie wieder irgendwas farmen. So, warte mal. Vielleicht können wir eigentlich schon anfangen, unser Haus da fertig zu machen. Wir haben jetzt 5000 Gold auf Tasche. Vielleicht reicht das jetzt zum Aufrüsten. Haus der Toten. So, Ausbaubrett. 1250 Groschen. Alter, wie sieht das denn jetzt aus hier? Nice. So, Ausstellungsschrank. Okay, sieht schon viel, viel nicer aus. Kann mich hier aber einfach nicht bedienen an meinen eigenen Sachen. Eine Kochstelle, ich kann hier kochen. Ach, perfekt. Amboss? Oh, nice, ich kann hier schmieden. Und verzaubern. Dann haben wir hier noch Bücher, die ich nicht nutzen kann. Ist alles viel mehr dekorativ statt Pastmalistentisch. Gerbstelle, Schleifstein, Werkbank. Okay, warte mal. Dann gucken wir oben uns mal einmal um, wie das jetzt aussieht. So, hier kann man sich nur hinschillen. Ach, das ist ja hübsch. Mit einer Geige. Was war da? Feder und Tinte. Achso, Papierrolle, die Dinger kann ich mitnehmen. So, mein Schlafzimmer. Bild eines unbekannten Reitenden Band 3. Ich habe hier aber viel zu wenig Lagermöglichkeiten, um also meine Lager hier zu trennen. Aber die Hütte ist deutlich besser. Vor allem, wir haben da hinten ja gleich alles. Wir können hier schleifen. Benutze einen Schleifgang, um Waffen zu verbessern. Zur Verbesserung werden Materialien, zum Beispiel Metall oder Leder, benötigt. Malachitbarren, Eisenbarren, Metallbarren eines alten Volkes. So, Werkbank. Schattenstallbarren.
Lederhaut, Schattenstahlbarren, Malachitbarren, Malachit, Schattenstahl. So, habe ich was hierfür? So, fass mal Listentisch. Wofür ist das? Talisman schaffen? Haben wir nichts? Attribute? Ihr tragt keinen Talisman. Aktuelle Ausrüstung? Ihr tragt keinen Talisman. Chemielabor. So, warte mal, Glimmerstaub, Knoblauch, Mehl, mal gucken. Nee, mach ich mal nicht. Alchemie verlassen. Ich koche lieber einfach irgendwas. Hier. Arthasch, vegane Suppe, gebratene Hasenpfote, gebratener Fasan, gebratener Lachs. Obwohl, das könnten wir machen. Kohl, Kartoffeln, Lauch. So, Apfelkohl, ein Topf. Wolfsfleisch. So, Fasan. Hasenpfote, gebraten Wildfleisch, Lachsfleisch. Dann machen wir mal Lachsfleisch. So, leere Weinflasche, natürlich. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.